Ich muss euch um etwas bitten. Nur ein kleiner Gefallen. Erinnert ihr euch an diesen Dolch? Der Dolch, der im Rücken des Häschers steckte? Umgebracht von seinem Sohn? Ja, den habe ich nicht vergessen. Also, seine Spur führt zu Häschern, die von der Northree-Festung aus operieren. Ich wette, dorthin brachten sie ihre Beute aus Fafnirs Lagerraum. Zusammen mit dem Wetzstein. Mit dem ich euch helfen könnte. Noch eine Schatzsuche. Sinnlos. Nicht wenn Sindri uns mit dem Wetzstein wirklich bessere Ausrüstung machen kann. Und der Sohn des Häschers. Er hat seinen Vater ermordet. Hey Sindri, siehst du dir das mal an? Ehrlich? Ich habe im Moment sowieso nichts zu tun. Von den Springern. Widerlich. Der Gestank. Bedeckt von Gott weiß wie vielen Tierchen. Aber eine prächtige Rüstung. Mal sehen, ob ich was Hygienischeres daraus machen kann. Ja? Bitte behandelt den Wetzstein mit der größten Vorsicht, wenn ihr ihn habt. Er ist eine unbezahlbare Reliquie. Eine vergessene Stadt. Wie hieß sie? Hab's vergessen. Also, die Geschichte, die ich angefangen hatte. Ich wollte euch die Geschichte von Nurungir, dem Raufbold, erzählen. Die wahre Geschichte. Es gab eine große Schlacht, stimmt's? Auf seinem Schrein sieht man ihn im Kampf gegen die Asen. Eine nette Geschichte, aber nein. Rungir hatte bei seiner Geburt weder Kopf noch Herz. Darum vervollständigten die Riesen ihn mit Stein. Er war unglaublich stark, jedoch auch ein Einfallsblitz. Wir machen später weiter. Eine Geschichte begonnen. Ach ja! Die wahre Geschichte von Rungnir dem Raufbold, einem Riesen mit Kopf und Herz aus Stein. Odin sah ihn eines Tages durch Midgard wandern und fand ihn so amüsant, so harmlos, so gutgläubig, dass er ihn zu sich nach Asgard einlädt. Oder ich erzähle dir die Geschichte später. Ich begreife immer noch nicht, wie man den eigenen Vater töten kann. Das ist doch verrückt, oder? Ich weiß, wir kennen nur eine Seite der Geschichte, aber bitte, den eigenen Vater? Ich meine, klar, ich bin manchmal sauer auf dich, aber... Bist du? Ich meine, manchmal, ja, ein wenig. Aber ich steche dir kein Messer in den Rücken. Nein, das... Dieser Clan wollte wirklich nicht, dass jemand reinkommt. Wie sollen wir bloß hier durchkommen? Es muss einen Weg geben, das Tor zu heben. Vielleicht mit dem großen Wasserrad. Das glaube ich auch. Ah!
Du hast Potenzial, Junge. Wann bist du wütend? Was? Auf mich. Wann? Oh, naja, manchmal. Wenn du mir etwas nicht zutraust, obwohl ich es kann. Es ist nicht immer einfach, die Stadt. Schon gut, verstehe. Ich bin klein. Wo ist nur dieser Wetzstab? Hinter dem Tor!
Was ist da drüben passiert? Das ist der Sohn. Von dem Geist? Wirklich? Das Siegel. Es passt zu dem Dolch, den sein Vater im Rücken hatte. Er hat gekämpft, es aber nicht geschafft. Es war Verrat. Verrat erzeugt Verrat. Dass der Junge seinen Vater ermordet hat, hat ihnen wohl nicht gefallen. Er wollte ein Anführer sein und verlor sein Leben. Mag sein. Da, Kleiner. Zu seinen Füßen. Der Wetzstein. Ja, damit schlugen sie ihm den Kopf ein. Wirklich? Direkt hinter dir! Pass auf!
zurückgelassen. Wenn Sindri ihn haben will, muss er sehr nützlich sein. Tja, kleine Häscher haben ganz klare Prioritäten. Was nicht glänzt, wenn man essen oder trinken kann, kann man auch als schmucken Gegenstand benutzen. Kannst du das lesen? Ja, Vater! Da steht falscher Anführer. Das steht hier in der Nähe überall geschrieben. Ha! Junge, hierher. Noch eine Karte. Hier gibt es bestimmt was Nützliches. Junge, hierher. Ja. Hier ist eine Schriftrolle. Die gehörte dem Sohn. Wow, das nimmt ja gar kein Ende. Vater, vergib mir, von Reue erfüllt, bedauere meine Taten. Hätte er nachgedacht, bevor er gehandelt hat, müsste er jetzt nichts bereuen, oder? Ja, vielleicht sollten wir das hier seinem Vater im Lagerraum bringen. Sollen wir hier anlegen? Also, die Geschichte, die ich angefangen hatte. Hrungnir, der einfältige Steinriese, wurde von Odin in den Palast von Asgard eingeladen. Ihr habt nicht zufällig den Wetzstein gefunden. Oder ich erzähle dir die Geschichte später. Wir haben deinen Wetzstein gefunden. Oh, wunderbar! Diese Flecken sind ungewöhnlich. Die Häscher haben damit einem ihrer Leute das Gesicht zertrümmert. Oh, wunderbar. Hier, für eure Mühen. Thank you.
Ich muss unbedingt den Wetzstein ausprobieren. Er sieht unscheinbar aus, aber er ist zum Bersten gefüllt mit Magie. Ich brauchte einen neuen. Den letzten habe ich meinem Bruder geliehen. Er hat darauf gespuckt. Zum Einschmieren, hat er gesagt. Ich wollte ihn nicht zurück.